Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Arcania. In der letzten Folge sind wir in Stuark angekommen, sind hier in so eine Alchemistenhütte geplatzt und jetzt reden wir mal mit dem. Willst du in die Geheimnisse der Alchemie eingeweiht werden? Ich kann dich lehren, mächtige Tränke zu brauen. Schaden kann das nicht. Ausgezeichnet. Eine Hand wäscht die andere. Als mein Lehrling musst du zuerst eine Kleinigkeit für mich erledigen. Das war ja klar. Irgendwie haben wir seinen Kopf nicht schon mal irgendwo gesehen bei irgendwem? Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Und den von Rauter haben wir ja auch auf einem Händler schon nochmal gesehen. Also irgendwie, dieses Spiel hat nicht so viele Gesichter oder Köpfe. Ich glaube, die haben wir beide schon. Auch doof, dass das da nicht steht. Oh, warte mal. Klare Sicht bei dunkelster Nacht. Man nehme das geklärte Fett eines Mallrats und kalzinierte Sonnenbeeren. Ah, dafür braucht man Sonnenbeeren. Okay, verstehe. Aber das kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Ich glaube, das haben wir schon mal gelernt. Ach stimmt, nach dem Schild wollte ich auch nochmal gucken. Ambus der Stuarkameliz, 8 Fernkampfkraft. Okay, das ist Müll. Und sonst haben wir eigentlich nichts. Gut. Was soll ich für dich tun? Ich habe Hem, meinen Assistenten, losgeschickt, ein Experiment durchzuführen. Er müsste längst zurück sein. Unfähig ist er, der Bursche. Einfach unfähig. Ich brauche jemanden, der nach dem Rechten sieht. Junge, was ist denn hier los? Na schön, ich werde mal sehen, was mit ihm passiert ist. Assistenten, ein solcher Pfeif ist, warum holst du dich nicht einen anderen? Was ist das für ein Experiment? Es geht um die Wirkung alkaloider Derivate auf die hepatische Integrität isopodischer Garganten. Und im Klartext? Frag Hem. Ah ja. Wenn dein Assistent eine solche Pfeife ist, warum holst du dir nicht einen anderen? Weil ich seinen Eltern einen Gefallen schulde. Aber aus dem Jungen wird einfach nichts. Na schön. Ich würde mal sehen, was mit Hem passiert ist. Ausgezeichnet. Wenn er noch am Leben ist, gib ihm eine Ohrfeige. Mach ich. Wo soll ich nach ihm suchen? Ich hab den Tölpel nach Osten geschickt. In die Nähe von Oktars Farm. Warum haben wir ihn dann nicht gesehen? Wir waren doch da schon überall. Tja, hier sind doch überhaupt keine Schilde. Schilder. Moin. Ich gehe erstmal mich in deinem Haus umgucken. Hast ja bestimmt nichts gegen, oder? Chilliger Balkon. Eigentlich, hier sind Fenster verglast und hier sind die einfach komplett offen. Sei gegrüßt. Hallo. Hast du hier irgendwas noch Interessantes? Naja. Außer, dass du grün leuchtest, bist du nicht sehr interessant. Willkommen in der Klippenschenke, Fremder. Ach, das ist die, okay. Ich würde mir gern deine Waren ansehen. Hast du irgendwas, was wir brauchen können? Fleischragout? Und getrocknete Kräuter. Nö, du hast eigentlich nichts. Diego hat gesagt, du weißt, wo ich ihn finden kann. Diego? Der war hier, ja, aber ich habe ihn schon länger nicht gesehen. Er hat sogar noch eine Rechnung offen, was gar nicht seine Art ist. Diego ist verschwunden? Von einem Tag auf den anderen. Vielleicht hat es mit dem Streit zu tun. Mit welchem Streit? Diego hat sich mit dem Berater des Barons gestritten. Ich glaube, es ging um Steuern. Wo finde ich den Berater des Barons? Na, beim Baron natürlich. Und wo finde ich den Baron? In seiner Zitadelle im Zentrum der Stadt. Okay. Hier sind wir nicht reingegangen, aber das macht ja nichts. Bürger, Bürger und Bürger und Bürgerinnen. Wer bist du? Bürger.
Ist gar nicht mal so klein hier, das muss man auf jeden Fall zugeben. Eigentlich ist vieles anscheinend einfach leer. Oh je, oh je, oh je. Ich glaube, ich werde mich hier ein bisschen länger aufhalten. Können wir da irgendwie... Oh, ich glaube, das überleben wir nicht. Diese Textur sieht auf jeden Fall so aus, als sollten wir hier nicht sein. Ich würde aber trotzdem gerne probieren, ob wir nicht da irgendwie hinkommen. Auch wenn es nichts bringt. Nein, nicht hier. Es ist so dumm, wie er immer einfach stirbt, wenn er ins Wasser fällt. Irgendwie muss man doch da hinkommen. Ja, hier. Komm, spring hoch. Surf nicht so rum. Spring. Ah, okay. Hier surft er auch einfach rum, obwohl er hier theoretisch laufen könnte. Everybody gone surfing. Surfing USA. Hui, okay. Also hier können wir nicht wirklich was anfangen. Dann gehen wir wieder hier rein und reden mal mit diesem Herrn. Kann ich dir helfen? Ja, vielleicht. Dürfen wir hier... Ich glaube, niemand hat was dagegen, wenn wir die Truhen plündern. Leere Schriftrollen. Beißende Kälte. Spruchrolle wirkt einmalig. Zauber beißende Kälte, der 25 Schaden anrichtet. Alle Aktionen des Ziels beziehen. Bla bla bla. Mir egal. Lass mich raten. Okta schickt dich. Ich fürchte, seine Schreine sind noch nicht eingetroffen. Wegen des Krieges, du verstehst? Niemand schickt mich. Schon gar nicht Okta. Verzeih. Ein harter Knabe wie du. Ich dachte, du seist einer von Oktas Schlägern. Soll das ein Kompliment sein? Aber ja. Jemanden wie dich kann ich gerade gut gebrauchen. Wenn du mir hilfst, habe ich etwas Nützliches für dich. Ich würde mir gern deine Waren ansehen. Oha, du hast vielleicht tatsächlich sogar was, was wir brauchen. Sternenamulett, das sieht interessant aus. 2000, ich glaube, sieht doch nicht so interessant aus. Und den Rest haben wir. Also, das Sternenamulett ist schon cool, aber das ist auch schon verdammt teuer. Das lassen wir lieber mal. Du brauchst Hilfe? Worum geht's? Aus einem Haus nebenan, im inneren Stadtkreis, sind nachts gedämpfte Schreie und Stimmen zu hören und die Fenster leuchten rot wie Blut. Ich würde ja selbst nachschauen, aber ich habe Angst. Was ist mit der Stadtwache? Sie haben mich ausgelacht. Mich. Die Leute heutzutage haben keinen Respekt mehr. Ich schaue mich mal für dich in dem unheimlichen Haus um. Das ist leider nicht so einfach. Ohne den Schlüssel des Vermieters kommst du nicht rein. Und der Vermieter hat keine Manieren. Mit Rüpeln werde ich fertig. Wer ist es? Wachmann Chuck. Er ist für das Lager der Wache verantwortlich. Direkt rechts, neben dem Haupttor. Soll ich mich mit der ganzen Wache von Stuart anlegen? Nein, nein, keine Sorge. Niemand mag Chuck. Selbst seine Kollegen werden sich freuen, wenn du ihm eine Lektion erteilst. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich mag Chuck auch nicht. Dann holen wir uns doch mal direkt den Schlüssel von Chucky. Der Mörderpuppe. Der müsste ja hier drin gewesen sein. Hallo, Chuck. Raus hier, Bengel! Verpiss dich! Sachte, sachte, Chuck. Deine Hilfe ist gefragt. Bist du übergeschnappt? Was willst du, drei Käse hoch? Gib mir einfach den Schlüssel zu deinem Haus, dann bleibst du schmerzfrei.
Hör ich nicht recht? Du willst den Schlüssel zu meinem Haus? So ist es. Ich habe ein Hündchen mit deinen Mietern zu rupfen. Was gehen dich meine Mieter an? Bist du total bescheuert? Warum ist er eigentlich auch Rauter? Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Wenn ich mit dir fertig bin, verfüttere ich dich an die Schweine. Ah! Scheiße, Scheiße! Hör auf! Wer ist nun Schweinefutter? Her mit dem Schlüssel. Hier ist er. Viel Spaß mit den Mietern. Den werde ich haben. Die werden dich umbringen. Einfach so. Das würde dir gefallen, was? Darauf kannst du einen lassen. Alter. Was ist mit diesem Typ? Gut, hier in dem Haus waren wir auf jeden Fall schon. Hier ist ein Kochtopf. Der ist relativ uninteressant. Was ist das? Hier sind drei Heilpflanzen, die nehmen wir natürlich mit. Ein Schmied oder eine Schmiedin. Abgenutzte Spitzhacke, Kohle, Eisenerz. Eichenschild, das können wir einfach alles mitnehmen. Ronda die Schmiedin. Noch eine Kiste. Mit einem Rubin. Nett, also dieses Haus hat sich ja schon gelohnt. Ich wollte ja mal hier nach den Schilden gucken. Was haben wir denn eigentlich gerade? Großer Holzschild, 35 und 8 Ausdauer. Ah, der bringt Mana. Okay, dann können wir den hier auf jeden Fall schon mal verkaufen. Ronda Rousey, ich hätte gern mal mit dir gehandelt. Ich würde mir gern deine Waren ansehen. So, was hast du denn so? Die Geheimnisse der Schmiedekunst, die Arena-Klinge des Feuers, Wissen. Dass ihr mir das Geheimnis der Herstellung nur verraten würde, wenn ich ihn im Zweikampf besiegen könne. Da ich die Wahl der Waffen hatte, zückte ich mein Schachbrett. Auszug aus Ikarius Auspex. Geheimnisse der Schmiedekunst. Preis 2500. Ja, alles klar. Bemalter Schild. Die Geheimnisse der Schmiedekunst, das Vulkanglasschwert. Das haben wir, glaube ich. Lederhelm haben wir. Morgenstern. Okay, das ist alles sonst schlechter als das, was wir haben. So, den wollte ich verkaufen. Und ansonsten ist mir alles egal. Wir können ja eigentlich mal hier reingucken, weil hier haben wir doch bestimmt genau das Vulkanglasschwert. Das können wir herstellen. Das bringt uns aber nichts. Cool. Wir können ja mal gucken, dass wir die 2500 zusammenkriegen und dann mal oberhalber das kaufen. Mal sehen, was es bringt. So, jetzt ist nur die Frage. Er hat doch irgendwas von dem Haus nebenan gesagt. Und das Haus nebenan bei Willkommen. Ihm ist doch das hier hinten einfach. Und da waren wir doch schon drin, oder nicht? Ach nee, hier waren wir nicht drin. Oder waren wir hier? Doch, hier waren wir doch drin, oder? Ach nee, hier kamen wir nicht rein. Ja, stimmt. Aber da kommen wir auch jetzt nicht rein. Also es ist irgendwie egal. Aber ich dachte, wir hätten einen Schlüssel bekommen. Aber offensichtlich geht es nicht um dieses Haus. Okay, jetzt sind wir hier. Ah, okay. Das ist jetzt das Haus mit den unheimlichen Nachbarn. Hier scheint aber niemand zu sein.
Oh doch, hier scheint jemand zu sein. Ja, das habe ich mir eigentlich gedacht, dass hier die Belia-Kultisten rumhängen. Aber die können uns ja eigentlich auch nicht wirklich was anhaben. Opferklinge und grober bemalter Schild. Alle haben so eine Sichel dabei. Diese Truhe ist auch mal wieder verschlossen. Ein Belia-Artefakt. Immerhin. Warte mal, Schrein des Belia, drücke E zum Benutzen. Das bringt gar nichts. Okay, cool. Aber, hä? Bin ich dumm? Also ja, aber wo ist... Hier muss doch irgendwo ein Schlüssel sein. Es kann nicht sein, dass das hier keine... dass man die Truhen nicht aufbekommt. Und ich habe ja schon mir gedacht, dass es einen Belia-Kult hier in der Stadt gibt und dass man dann von da einen Schlüssel bekommt, um in der Höhle da hinten die Truhen aufzumachen. Aber irgendwie ist dem nicht so. Oder haben wir den hier unten irgendwo übersehen? Da wird auch alles immer teurer. Da sagst du was. Nein. Tja, weiß ich nicht. Dann können wir wohl wieder zu dem Kollegen zurück, ihm das sagen. Und vielleicht gehen wir nochmal zu Chuck. Vielleicht hat der noch was Willkommen. Dazu zu sagen. Hast du Neuigkeiten? Was war da oben los? Das war ja das reinste Wespennest. Tatsächlich? Ich glaube, das war ein Belia-Kult. Kranke Kerle, nicht von dieser Welt. Das ist ja schlimmer, als ich befürchtet habe. Wir müssen sofort die Wache benachrichtigen. Nicht nötig. Sie können Ihrem Gott jetzt vor Ort die Füße küssen. Ha, gute Arbeit. Wenn ich nur daran denke, dass ich Sie zu Nachbarn hatte. Hier, deine Belohnung. Die hast du dir redlich verdient. Zweiköpfiges Amulett und Braurezept Stuarka Apfelessig. Als ich letztens bei dir war, hast du was von Schreinen gesagt. Verkaufst du welche? Oh, aber sicher. Ich verkaufe alles. Oktar zum Beispiel will einen prächtigen Innersschrein aus Gotha und einen reich verzierten Belia-Schrein aus Bakaresch. Der gute Mann weiß gar nicht, wohin mit seinem vielen Geld. Beschwörst du damit nicht den Zorn der Götter herauf? Ich habe die Götter mein Leben lang studiert. Und eins kann ich dir sagen, sie kümmern sich nicht um Kleinigkeiten. Du bist ein Priester? Ein Gelehrter. Ich kann dir Sachen über die Götter erzählen, da rollen sich bei den Priestern die Fußnägel hoch. Immer nur an einer Seite der Münze interessiert, das sture Pack. Die ganze Wahrheit wollen sie nicht hören. Das ist ein Sakrileg. Bah, das tue ich schon seit über 20 Jahren. Wenn die Götter zürnen, dann lassen sie sich Zeit. Was ist, Junge? Willst du ein wenig verbotenes Wissen über die Götter hören? Hm? Angst vor Innos Zorn? Ich fürchte die Götter nicht. Erzähl mir, was du über Innos weißt. Du hast als Kind sicher gelernt, den Sonnengott zu lieben, zu ehren und zu fürchten, nicht wahr? Feuer, Licht, Ordnung. Die Verkörperung von allem, was gut auf der Welt ist, nicht? Richtig. Falsch. Innos ist kein Freund der Menschheit. Ohne seine Brüder würde absolute Ordnung auf der Welt herrschen. Starr, erdrückend, gnadenlos. Innos hasst die Freiheit. Willst du mir ernsthaft sagen, dass es schlecht ist, Ordnung in die Welt zu bringen? König Robar bringt Ordnung in die Welt. Er will all die zerstrittenen Königreiche vereinen, zu unserem Besten. Der Preis der Ordnung ist Krieg. Ich... Lass uns das Thema wechseln. Was ist mit Belia?
Sag mir jetzt nicht, seine wahren Ziele sind Liebe und Frieden. Das nicht. Aber so schrecklich, wie ihn die Innos-Priester darstellen, ist er auch nicht. Er ist also nur missverstanden und will in Wirklichkeit nur unser Bestes? Nein, nein! Belia will uns alle vernichten. Er ist durch und durch ein Feind der Menschen. Aber... Aber? Er steht auch für Freiheit, Selbstbewusstsein, Unabhängigkeit und Ehrgeiz. Das haben sie dir im Tempel nicht erzählt, hm? Was ist mit den Stürmen, den Blitzen und den Schatten? Gegen ein bisschen Regen ist nichts einzuwenden. Und wie willst du nachts ohne Dunkelheit schlafen? Ich weiß nicht. Lass uns über etwas anderes reden. Erzähl das mal den Leuten am Polarkreis. Da ist auch nicht immer dunkel nachts. Ich möchte hören, was du über Adanos weißt. Ah, der Dritte im Bunde. Ein interessanter Fall. Hat keine Schreine, wenige Anhänger und doch ist er der wichtigste Gott. Der wichtigste Gott? Das ist doch Innos. Nein, Innos hat lediglich die meisten Anhänger. Adanos hingegen verdanken wir unser Überleben. Er hat uns erschaffen? Das habe ich noch nie gehört. Nein, das hat er nicht. Nicht ganz. Er hat jedoch auf jeden Fall verhindert, dass wir vom Zwist seiner Brüder vernichtet werden. Adanos ist das Gleichgewicht, die Mitte. Alles, was du siehst, die gesamte Welt, befindet sich in der Sphäre des Adanos. Hier hält er seine Brüder in Schach. Er ist also der wahre, gute Gott? Nun, soweit ich beurteilen kann, ist er der Menschheit wohlgesonnen. Allerdings mischt er sich kaum ein, außer um ganze Kulturen auszulöschen. Jetzt bin ich verwirrt. Wenn das Gleichgewicht wiederhergestellt werden muss, kann Adanos ganz schön auf den Putz hauen. Also, nein. Meiner Meinung nach gibt es keine guten oder bösen Götter. Sie sind Götter. Sie sind. Genug. Zeit für einen Themenwechsel. Oder auch einfach das Ende des Themas. So, ich wollte nochmal mit Chuck reden. Gucken, ob wir den direkt nochmal verprügeln können dafür, dass er da diese Leute hat wohnen lassen. Bist du wahnsinnig, dein Haus an Belia-Kultisten zu vermieten? Ihr Gold glänzt genauso wie unseres. Wenn ich dich nochmal bei einer solchen Scheiße erwische, verpfeife ich dich an deine Kollegen. Warum hat der eigentlich ein Haus, was er vermieten kann? So, was haben wir hier? Ach, das hier ist wieder nur der Alchemist, gell? Ja, hier waren wir ja am Anfang der Folge. Dann können wir jetzt endgültig hier rauf. Da oben haben wir gerade die Kultisten vermöbelt. Dann gucken wir uns mal in diese Richtung hier um. Da können wir rein. Machen wir das mal. Ach, wieso sind denn alle Kisten verschlossen und wieso können wir die nicht öffnen? Was zur Geier sind wir denn jetzt hier? Also eigentlich finde ich die Stadt schon ganz cool. Also so schön verschachtelt. Ach, hier sind wir, okay. Das ist schön verschachtelt und so. Das, ich mag das eigentlich ganz gerne. Ist das hier ein Bäcker? Qualität hat ihren Preis. Ich würde mir gern deine Waren ansehen. Es ist wohl ein Essensverkäufer. Nicht zwangsläufig ein Bäcker. Bransons Bögen. Oder Bransons Bögen. Wie auch immer. Wie bitte? Ich würde mir gern deine Waren ansehen. Omelette Pirsch. Ebertöter.
Die Kunst des Krieges, Feuerpfeile, 1550. Also so Rezepte sind teilweise echt ganz schön teuer. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Da können wir noch rein. Esche! Esche? Was ist mit Esche? Bringen diese Perlen eigentlich irgendwas? Sonstiges wahrscheinlich. Kleine Perle. Das heißt... Das ist einfach nur Beute. Also die könnten wir verkaufen. Sehe ich das richtig? Weil da steht ja nicht Alchemie-Zutat oder alchemistische Zutat oder wie auch immer. Steht da ja nicht. Also müssten wir die doch theoretisch verkaufen können. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Da konnte man nicht durch. Ja. Da sind wir wieder zurückgekommen. Oh, wieso ist denn alles verschlossen? Alles ist hier verschlossen. Ich will doch nur irgendwas plündern. Wir brauchen Gold. Aber da waren wir drin. Können wir das hier irgendwie... Nee. Können wir wohl nicht. Dann sind es Bögen, Zitadelle... Pflanzen. Winstan. Bist nicht von hier, hm? Gut erkannt. Wer bist du? Winstan, von der Stadtwache. Zu Diensten. Was ist hier denn los? Herrscht wegen der Rebellen der Ausnahmezustand? Alles übertrieben, Junge. Wir haben alles unter Kontrolle. Die Rebellen sind keine Gefahr. Okay. Was sind überhaupt für Rebellen? Sind jetzt der ist der König? Sind das jetzt Rebellen oder was? Verstehe ich irgendwie nicht. Boah, Junge, ist das hier alles krass verschachtelt und so. Ich check grad gar nicht, wo man hier überhaupt ist. Da geht's auch noch runter. Deswegen wollte ich jetzt erstmal hier lang. Gefängnis? Wir waren noch beim Gefängnis vorhin. Da war noch Diego drin. Oder ist das hier ein anderes Gefängnis? Aldrich. Halt! Hier geht es nicht weiter. Warum geht es hier nicht weiter? Weil ich es sage. Hier geht es zum Kerker und da hast du keinen Zutritt. Ist das hier... das kann ich nicht erkennen, aber es könnte sein... Es ist gut möglich, dass wir jetzt einfach einmal rund um die Stadt gelaufen sind. Quasi. Ah, okay, hier sind wir wieder da. Wenn wir jetzt hier hochgehen, dann kommen wir... Der Zimmermann? Nee. Ah, doch. Okay, ja, doch. Wir sind einmal um die Stadt rumgelaufen. Oh
So, dann reden wir nochmal mit Wilhelm, dem Zimmermann. Was willst du kaufen? Ein Zimmermann. Woran hämmerst du hier überhaupt den ganzen Tag rum? Ich zerlege Möbel und mache daraus myrtanische Igel. Was? Myrtanische Igel für Befestigungen. Renn da mal in Reih und Glied rein. Ho! Die Dinger heißen spanische Reiter eigentlich, dachte ich. So, hier sieht es eigentlich nach einem weiteren Alchemisten aus. Aber das kann ja eigentlich nicht sein. Ne, hier ist einfach mal wieder gar nichts. Okay, aber ich glaube, wir haben jetzt diesen Teil auch soweit fertig, weil da hinten sind wir dann runter und dann sind wir quasi einmal um die Stadt rumgelaufen und dann müssten wir jetzt theoretisch gesehen, aber hier war kein weiterer Aufstieg, gell? Doch, okay, aber es ist quasi der gleiche. Ja, das ist einmal die Treppe da, einmal die Treppe da. Das ist verschlossen. Boah, nee, hier ist mir auch... Es ist einfach alles viel zu viel hier. Ich würde sagen, wir gucken uns hier oben dann in der nächsten Folge weiter um. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge oder einem meiner anderen Projekte wieder mit dabei seid. Und bis dahin. Ciao.